Willkommen zu BCTV. Mein Name ist Bob und ich begrüße euch hier wieder zu unserer neuen Folge. Die dreht sich diesmal um alles, was im Januar passiert. Zusätzlich kriegt ihr jetzt noch einen mit alten Filmen auf die Mütze. Also, der erste Termin, den ich dieses Mal ankündige, wird auch gleich der erste Tag des neuen Jahres sein, und zwar der 1. Januar mit dem Neujahrsgar. Wie jedes Jahr begehen wir diesen Tag mit einem kräftigen Ska-Band-Konzert hier im Club. Dieses Jahr mit Prosecution, die zu 8 auf der Bühne sind und richtig abrocken und eine Mischung aus Ska und Punk, selbst benannt Ska-Core, produzieren und das damit euch eins richtig auf die Mütze geben. Bob, da Swag das Jugendwort des Jahres geworden ist. Swag, ja. Solltest du Swag mit aufnehmen? Das oder? Müssen wir schlecht reinschneiden. Swag. 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 Okay. So. Er sieht scheiße aus beim Film. Und da sitzt auch einer. Verdammte Axt. Ja, ich weiß auch nicht, wie die kleine Kamera hier reingeschmuggelt haben. Gut. Ja, genau wie das Video ist auch die Bad Taste Party von äußerst skurrilem Geschmack geprägt und wird euch am 11. Januar hier erwarten. Wie üblich mit viel Bad und viel Taste. Ja, ist eine Mittwochsveranstaltung, muss man jetzt. Aber es ist Bad Taste, ich mach Musik. Ah. Einige von euch werden sich fragen. Warum steht der dämliche Kameramann jetzt hinter der Disco? So, wollen wir Making of Post machen? Making of. Na, aber ja, aber so. Hey. So. So, nachdem wir den schlechten Geschmack abgeschüttelt haben, kommen wir in einen mit sehr gutem Geschmack und Yo-Yo Happy Grooves bepackten Hip-Hop-Tag, der von Chuck Norris supported mit Laiho und Pikalle am 13.01. stattfinden wird. Ihr seid herzlich eingeladen, geile Grooves aufs Parkett zu legen und ordentlich abzurucken. So, also, ne, wie gesagt, weil das passt zum Hip-Hop. Jo, wir schneiden das einfach dazwischen. Passt das okay? Ich bin dafür. Ja? Sektreiche Folge. Ja, immer. Effekthauscherei ist alles. Hauptsache billig. Der Bierchef empfiehlt ein kühles Blondes. Der Bierchef empfiehlt ein kühles Blondes. Der Bierchef empfiehlt ein kühles Blondes. Freunde des Tanzens und Hüpfens, aufgepasst, am 29. Januar ist es wieder soweit. Elektronische Klänge werden den C mit seiner wundervollen Anlage. Ist es der 27.? Ist es der 27.? Ja, es ist der 27. tatsächlich. Der 29. war das Ende des Wochenendes. Verdammt. Ja, also, okay. Freunde der elektronischen Hüpfmusik, am 27. Januar ist es wieder soweit. Es ist elektronischer Musikabend hier mit Drum Bass oder elektronischer anderer Musik. Wir sind uns noch nicht ganz sicher. Es wird auf jeden Fall hochqualitativ, absolut tanzbar, very cool und straight. Swag! Ja, ihr habt euch sicher schon gefragt, wo zur Hölle drehen die dieses unglaublich gute, spaßige, amüsante und spitzen aufbereitete, hochklassig professionell produzierte Video. Ich kann es euch sagen, in der B wie Backstage. Wir sind nämlich beim Club ABC angekommen und die Backstage ist quasi der Raum, wie der Name schon sagt, wo sich Bands vor, nach und zwischen Auftritten aufhalten, um zu entspannen, ein Bier zu trinken, Süßigkeiten zu essen und was auch immer Bands da so tun. Sie unterschreiben nebenbei auch in Büchern, wo alle anderen Bands auch unterschrieben haben, kleben ihre Patches auf alle möglichen Wände und freuen sich einfach nur, hier gewesen zu sein. Und an diesem legendären Ort sind wir jetzt und drehen für euch dieses phänomenale Video. Um allen Gerüchte
dieser Richtung zu zerstreuen, möchte ich hier nochmal mit aller Nachdrücklichkeit darauf hinweisen, dass wir kein Konkurrenzformat zu einem der am Campus ansässigen Filmformate darstellen.